Null. Bei meinem Poster-Vortrag geht es um eine Erlernbarkeitsstudie eines vibotaktilen Armbandes für die assistive Navigation. Bei dieser Arbeit untersuche ich einen vibotaktilen Armband, das von der Firma SensorDrive mir zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Armband erzeugt vibotaktile Reize am Handgelenk und ich möchte diese Reize untersuchen, ob die sich bei blinden Personen bei der assistiven Navigation zum Vorteil sind. Dabei habe ich einen Parcours aufgebaut und habe bei diesem Parcours Kollisionen und Durchlaufzeiten gemessen, wobei die sechs Probanden, die normal sehen mit Augenklappe und zwei Blinden mit diesem VTA durch den Parcours durchgelaufen sind. Die Ergebnisse waren für mich sehr positiv, weil die Durchlaufzeiten waren schon nach kurzer Zeit gut, man konnte eine Verbesserung sehen. Gleichzeitig konnte man auch sehen, dass diese Durchlaufzeiten mit dem VTA so gut waren wie mit einem Blindenstock. Das war auch ein sehr gutes Ergebnis für mich. Zusätzlich gab es noch Fragebogen, wobei die Tragbarkeit und die Reaktionszeit bewertet wurden. Auch die sind sehr positiv ausgefallen. Die Reaktionszeiten wurden sehr gut bewertet, zwischen also gut und exzellent. Und die Reaktionszeit wurde ebenfalls mit gut bewertet. Für die Bewertung habe ich Mean Opinion Score benutzt, abgekürzt mit MOS. Also im zusammengefasst bedeutet das für mich, dass sich dieses vibotaktile Armband, was ich von der SensorDrive zur Verfügung gestellt bekommen habe, sich gut für die assistive Navigation eignet. Und ich möchte jetzt im nächsten Schritt meine Arbeit mit einem Systementwicklung fortführen und diesen vibotaktilen Armband dabei nutzen. Und dabei soll jetzt zuerst ein Fußweg erkannt werden, wobei ein Blinder auf diesem Fußweg positioniert wird und geradeaus laufen kann und zum Beispiel nicht über die Bordsteinkante stolpert. Und gleichzeitig möchte ich auch dafür sorgen, dass Hindernisse erkannt werden, wobei ein Blinder an diesem Hindernis vorbei navigiert wird. Vielen Dank, mein Name ist Hakan Kalim und ich bedanke mich für Ihr Zuhören.